Techno 89. Heute hat in Reisdorf bei Kiel die Techno 89 ihre Tore geöffnet. Firmen aus Norddeutschland stellen dort bis zum Sonntag ihre neuesten Entwicklungen dem Publikum vor. Die Form ist zwar ungewöhnlich, aber sonst funktioniert's wie im Straßenverkehr. Rot heißt bei dieser Stromampel Stopp, bei Rot wird's teuer. Wir machen Strompreise sichtbar, so wirbt auf der Techno 89 eine Kieler Firma für ihre neueste Erfindung. Am Modell wird's demonstriert. Oft werden bei vielen Haushalten zu bestimmten Zeiten Elektrogeräte unnötigerweise gleichzeitig eingeschaltet. Dann steigt die Stromabgabe bei den Elektrizitätswerken, sie müssen zusätzliche Energie bereitstellen. Strom, der teuer ist, weil er nur zu bestimmten Zeiten benötigt wird. Beim Endverbraucher würde nach dem neuen System zu solchen Zeiten nicht nur die Ampel auf Rot schalten, sogar am Zähler wäre abzulesen. Die Energiekosten betragen jetzt rund 200%. Noch allerdings gibt's für diese energiesparende Neuentwicklung kein grünes Licht. Dazu müssten erst Strompreise geschaffen werden, die sich nach der Auslastung der Kraftwerke richten. Und die Elektrizitätsversorger müssten mitspielen, denn noch wird dort am hohen Energieverbrauch verdient.